Herzlich willkommen zum Knauter 55 zu einem weiteren Modru. Und zwar schauen wir uns heute Knautal von Timman. Der Mod ist in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt ihn gerne aus dem Steam Workshop downloaden. Beginnen wir hier direkt mit dem Pistenplan. Wir haben übrigens insgesamt 10 Pisten. Minimap ist natürlich auch vorhanden und es gibt zahlreiche Schneekanonen und Gruppierungen. So, ich hätte gesagt, wir schauen uns das hintere Gebiet an. Wenn man hier auf dem Pistenplan sieht, das hier hinten und dann das vordere. Also muss man dann hier die Straße außenrum nehmen, die auch durch Steine durchgeht und Lawinentunnel. Hier unten kommt ein Speicherteich raus, hier gibt es dann auch noch ein paar Sachen, Helilandeplatz und so auf der Staumauer, was man halt von Staumauern so kennt. Dann hier noch ein paar Parkplätze, Stausee dann rechts und hier die Straße. Die führt dann hier hin und dann geht es wieder steil bergauf und dann ist man auch hier oben schon. So, dann ist hier der Parkplatz, ja. Und dann haben wir hier auch die hintere Gletscherbahn. Hier befindet sich noch eine Pistenmobilgarage und eine Piste, die runterkommt. Vor der Bahn befindet sich auch dann noch die Schirmbahn Gletscherparkplatz. Auf jeden Fall führt die Bahn dann hierauf, hier drüber und dann bis hier oben hin zu einer Mittelstation. Und hier geht dann die Sektion 2 weiter rauf bis nach hier oben. Die Bahn hat dann hier eine Piste weg, die sehr breit ist und dann bis hier nach unten zu einem zentralen Punkt führt. Hier haben wir dann auch schon die Hütte Gletscherblick. Hier nochmal der Pistenplan. Und dann hier auch ein Kinderland mit einem kleinen Förderband und dann hier eine Pistenpolygarage. Hier neben der Hütte befindet sich dann auch der Lift Gletscherteller. Der Lift ist ein kleiner Schlepplift, mich wundert es, warum er Teller heißt. Der hat dann hier eine Piste, die hier nach unten führt wieder. Hier geht es dann direkt weiter mit der Hinterkugelbahn. Ich habe die Bahn jetzt mal kurz ausgestellt, da sie sonst ziemlich laut ist. Auf jeden Fall führt die Bahn dann bis hier oben hin, die hat dann hier eine Piste, die sich dann in zwei weitere aufteilt und neu wieder zusammenfügt. Und hier oben befindet sich dann auch noch ein kleiner Friedhof. Und somit habe ich fast den ganzen Teil vom hinteren Gebiet gezeigt. Hier führt dann eine kleine Piste runter, wieder ins Tal und dann kommt man hier wieder zurück. Wenn man der Straße jetzt bis hierhin folgt, kommt man hier dann wieder aus einem Tunnel raus, der was mit Steinen überdacht ist. Und dann ist hier auch schon ein Parkplatz wieder. Hier auf der Map wird sehr viel Werbung für Don Crispis gemacht. Hier spawnt man übrigens beim Auto und dann geht hier die Straße weiter runter. Ja, hier das Dorf ist ein bisschen ein größeres Dorf. Ja, hinten befindet sich dann ein Speicherteich hier im großen Dorf. Ein paar Häuser hier. Teilweise gehen ja auch, ja hier ist glaube ich die Langlaufloipe auch, die es hier gibt. Soweit ich das glaube ich hier sehe. Und eine Straße, weil sonst kann ich mir das nicht erklären, warum hier Schneekanonen stehen. Ja, hier geht der zwischendurch und vielleicht kann man auch mit Schienen hier runterfahren. Hier gibt es noch so ein Ding zum Rüberziehen. Und hier natürlich dann auch ein paar oder sehr viele Häuser, besser gesagt. Dann kann man sich die Map dann selber downloaden und die Häuser auf eigene Faust erkunden. Hier gibt es dann noch einen Weihnachtsmarkt. Ich weiß natürlich nicht, ob wir da in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind. So, schauen wir uns direkt dann die Dorfalm Hippach an. Und dann gleich daneben befindet sich auch dann schon die Dorfbahn Hippach. Schauen wir uns diese Bahn gleich an. Die führt dann hierauf und dann bis hier oben hin. Die Bahn hat dann hier eine Piste runter, die sich dann in mehrere Pisten wieder aufteilt. Einmal hier außen herum oder die direkte Abfahrt an den Stützen. Kommen wir dann direkt hier zur Steinwandbahn. Hier neben befindet sich die Dorfbahn Hippach und hier ist die Steinwandbahn. Die Steinwandbahn führt dann bis hier oben hin, Stützen sehr hoch an dieser Stelle hier. Aber die führt dann auf jeden Fall bis hier oben hin. Hier geht eine Piste zuerst runter und dann teilt sich die in zwei große auf. Ja, dann geht hier eine Piste runter, die sich wieder dann zur anderen Piste hier
für die Dorfbahn hier auch hinzufügt. Und man geht hier drüben eine andere noch runter, die sich auch wieder in mehrere Teile aufteilt. Man kann um die Bäume rumfahren oder durch, wenn man auch möchte. Oder hier wieder rüber zur Dorfbahn Hippach fahren. Oder man fährt hier direkt zu einer Funitel hin. So, ja, hier befindet sich dann auch schon die Dorfbahn Kaltau. Hier befindet sich dann auch noch eine Pistenbullygarage. Und hier wieder ein Parkplatz mit Don Crispis Werbung natürlich. Hier haben wir dann auch schon die Schirmbau-Talstation Kaltau. Die Funitel führt dann hier hoch, sehr relativ kurz bis hier oben hin dann. Und hat dann hier auch eine kleine Piste nebendran. Hier haben wir dann auch noch die Panoramabar am Berg. So, und das soll es dann auch schon gewesen sein vom Mod Review. Echt coole Map. Ja, dann schreibt eure Meinung gerne zur Map in die Kommentare. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und ciao, Leute. Und bye.